willkommen im nächsten Video. Heute wird es um ein Paket von der lieben Serpil gehen. Ich hatte ja einmal ein Tausching mit ihr gemacht, wo ich diese Riesen-Cookies drin hatte. Und vor ein paar Tagen habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, ich möchte bitte noch so einen Riesen-Cookie. Ob das nicht möglich ist, ob wir noch einen Tauschie machen können oder so. Sie hat ja mittlerweile ihren eigenen Online-Shop, das wusste ich gar nicht. Ja, das hat sie mir dann geschrieben, dass sie einen Online-Shop hat. Ich will jetzt hier vornherein schon mal sagen, wir haben keine Kooperation oder irgendwie was. Ich bin so eine kleine Maus, mit mir mit mir kooperiert eh keiner. Also ich wollte euch nur sagen, das ist unbezahlte Werbung hier auf meinem Kanal, ja. Also nur so nebenbei. Ihr kriegt im Moment bei ihr 15% Rabatt mit Welcome 15. Das habe ich jetzt auch ausgenutzt und habe jetzt direkt meine Bestellung gemacht bei ihr. Und ja, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe ja schon ein bisschen verraten, was drin sein könnte. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich habe auch noch nie ein Paket von ihr bekommen, außer dieses Tauschpaket. Also ich bin gespannt, wie das jetzt aussehen wird, weil sie ja jetzt ihren Shop eröffnet hat sozusagen. So schaut das jetzt erstmal aus, das Paket. Ich werde euch den Shop aber in den Kommentaren irgendwo mit reinschreiben. Könnt ihr ja mal bei ihr gucken. Und zwar haben wir jetzt als allererstes, ach, ich zeige euch erstmal das Paket. So schaut das jetzt aus. Wir haben jetzt als allererstes hier einen Zettel drin. Serpils Düfte, thank you. Danke für deine Bestellung bei Serpils Düfte. Gerne schau mal wieder vorbei für tolle Aktionen und Angebote. So einen Zettel hat sie da drin. Dann ist hier noch Serpils Düfte Warnhinweise. So, und jetzt geht's auch schon los. Und zwar sehe ich als erstes den Cookie, den ich bestellt habe. Den ich, also weshalb ich überhaupt bestellt habe. Und zwar ist das der Cherry Tart. Guckt euch das Riesending an. Ich habe ja deswegen, den hatte ich ja in meinem Tauschi gehabt, so einen großen Cookie. Und ich, ach, dieser Duft, ich finde den einfach himmlisch. Ich hoffe, der riecht wieder so geil wie beim letzten Mal. Und zwar sieht der Cookie erstmal so aus. Also es ist wirklich, guckt mal wieder gegen meine Rübe hier, ein Riesenteil. Ist richtig schön gegossen in dem Rot. Ja, das ist einfach der Cherry Tart. Also ich glaube, sie hat den relativ frisch gegossen, weil er riecht minimal weniger wie beim letzten Mal. Diesen Duft hatte ich beim letzten Mal schon beschrieben. Der riecht wie so... Also er riecht nach Kuchen, dann diese richtig tolle Cocktailkirsche. Das ist einfach ein Traumduft. Der ist nicht zu süß, der ist lecker. Ich liebe diesen Duft. Und auch wenn man denkt, ja, was will die mit so einem Riesending? Ich glaub's mir, ich kaufe irgendwann nochmal so ein Riesending bei ihr. Also das ist definitiv nicht der letzte, den ich da gekauft habe. Also ich liebe diesen Duft einfach. Dann kommt als nächstes jetzt hier Cookies and Cream. Der sieht auch scharf aus. Also, ich hatte den in meinem Tauschi, falls ihr es gesehen habt, waren das diese kleinen... Also, ich hatte erst so zwei große Cookies vorgestellt und dann nachher so kleine Macarons. Und bei denen habe ich gesagt, scheiße, dass ich mir davon keinen großen Cookie, also dass ich davon keinen großen Cookie hatte, weil der Duft hat mir so gut gefallen. Also, mega. Oh, so schaut er aus. Der riecht einfach toll. Also ich kenne ganz viele Cookies und Cream Düfte, aber die finde ich nicht so schön wie den hier. Also den finde ich ganz, ganz toll. Oh, der riecht richtig wie so Schokoladenkekse. Das riecht so, als wäre es Schokoladenkeks mit einer nussigen Note drin und dann richtig viel Creme. Also fruchtige Creme natürlich, ne? Also ein mega Ding wieder. Ja, so schaut der aus. Bin ich ganz glücklich drüber, dass ich mir den geholt habe. So. Dann haben wir hier noch Zitronenkuchen von ihr. So schaut der aus. Bin ich echt gespannt jetzt. Ich kenne ja schon so viel Zitronendüfte. Oh, das ist ein sehr schöner Zitronenduft. Oh, der ist sehr, sehr schön.
So sieht das Meld nochmal aus. Oh, ich habe schon wieder das ganze Wachs hier überall hängen. Oh, der ist sehr, sehr schön. Der geht so ein bisschen in die Richtung von dem gelben Zweibonbon. Also der ist wirklich toll. Ist ein sehr, sehr schöner Zitronenduft, nicht künstlich. Also er riecht sehr lecker, aber auch ein bisschen zuckerig. Also es ist nicht nur so säuerlich. Ist ein richtig, richtig schöner Zitronenkuchen. So, dann haben wir hier. So eine wollte ich unbedingt haben. Ich habe die schon ganz oft bei Eisflower gesehen, aber bis ich da so eine abgrase, ist wahrscheinlich 800 Jahre rum. Deswegen war das hier mein Wunsch. Das hat sie für mich als Wunschform gegossen. Und zwar ist das Schokocroissant. Ich wollte schon immer so ein Ding haben. Ich fand die so hübsch. So schaut das jetzt aus. Dieses kleine Püppchen. Oh, der riecht sehr, sehr lecker. Oh, ich habe gedacht, eigentlich, also ich kenne schon sehr viele Schoko-Croissant-Düfte. Und ich habe eigentlich gedacht, die riechen alle sehr gleich. Aber ich muss sagen, dass der hier wirklich mega schön riecht. Also der ist richtig toll ausgewogen. Ich hatte nämlich jetzt von der Bouchine in einem Tauschpaket nochmal Schoko-Croissant drin. Der hat irgendwie anders gerochen wie den Schoko-Croissant, den ich vorher hatte. Ich hatte ja mal im Video gezeigt, da hatte ich so kleine Kuchentörtchen-Dinger mit diesem Schoko-Croissant-Duft. Den Duft fand ich der Hammer. Und jetzt hatte ich einmal im Tauschpaket von ihr Schoko-Croissant. Und da war eher nur der Croissant-Duft und Schokolade war ganz, ganz wenig. Also den fand ich jetzt nicht so schön wie den davor. Und ich finde, dass bei dem Duft hier das total schön ausgewogen ist. Also da kommt die Schokolade ganz stark raus. Aber was ich sagen muss, der Duft ist zart. Aber die hat sie frisch für mich gegossen. Also es wird wahrscheinlich noch kommen. Also man nimmt ihn gut wahr. Aber er ist zarter wie der zum Beispiel von der Bouchine. Aber sehr schön. Oh, also sie hat einen ganz tollen Schokoladenduft. Ich weiß nicht, wo sie den her hat, aber das ist so richtige Schokolade, Schokolade. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht so eine wässrige Schokolade, nicht so eine, weiß ich nicht, kann ich euch nicht beschreiben. Es ist so eine richtige Schokolade, so eine, ach, einfach lecker. Also der Duft ist toll. So, und dann habe ich hier noch eine Foodie Bag. Also sie ist eher so minimalistisch, habe ich gemerkt. Also sie macht gar nicht groß Tamtam. Sie hat einfach hier, das ist einfach so eine weiße, wie so eine Frühstückstüte sozusagen. So, oh, da hat sie aber viele Goodies reingetan, Leute. Dann haben wir hier als allererstes Sherry Tart. Das ist ja süß. Den hat sie mir jetzt nochmal eingepackt, weil sie weiß, dass ich den so liebe. Einfach mein Duft. Also wer so Kirschdüfte mag mit Kuchen dazu, der muss den probieren. Der ist einfach der Hammer. Also der ist ganz, ganz toll. Da kann ich echt nichts anderes sagen. Übrigens auch, wenn du das siehst, liebe Serpil, vielen lieben Dank, dass du mir eine Foodie-Tüte gepackt hast, weil du weißt, dass ich einfach Food über alles liebe. Dann geht's weiter hier mit Orange Juice Cake. Also wie gesagt, es ist alles ziemlich minimalistisch, also nicht mit riesen Tamtam hier bei ihr. So schaut das jetzt aus von innen. Ja. Oh, da unten kommt er. Also, Juice Cake, okay. Also hier oben riecht der schon ein bisschen nach Orange, aber auch so ein bisschen wie, ja, der geht schon so in Richtung diesem Früchte-Kaugummi, aber ohne den Kaugummi-Geruch. Wisst ihr, wie ich meine? Aber hier unten, boah, da kommt der. Also der Kuchenduft ist eher hier oben und hier unten ist richtig, richtig Orange. Ja, und das ist eine tolle Orange. Also der Duft ist super schön. Orange Juice Cake. Also er gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier als nächstes Erdbeer Shortcake.
So schaut das aus. So von innen. Ja, der ist aber ganz schön. Also, so ein Kuchengeruch kommt hier schon raus, aber diese Erdbeere ist im Vordergrund und das ist eine sehr gezuckerte Erdbeere, also eine sehr, sehr süße Erdbeere. Also wer so richtig süße Düfte nicht mag, dem wird das wahrscheinlich zu süß sein. Und das ist nicht so eine natürliche Erdbeere wie jetzt bei St. Cloud. Das ist ja eher so eine frische, sehr natürliche, leckere Erdbeere, wie so ein Erdbeersorbet riecht das. Und das hier ist eher ein bisschen künstlich, finde ich. Also es riecht sehr gut, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass man denkt, aber wer jetzt so ein bisschen künstlichere Erdbeerdüfte nicht mag, für den ist das eher nichts als keine natürliche Erdbeere. Riecht aber für mich lecker. Also wie eine gezuckerte Erdbeere, finde ich, riecht das mit ein bisschen Kuchengeruch. Finde ich sehr schön. So, dann haben wir hier Chocky Egg. Okay, Chocky Egg. Vielleicht Schokoladenkuchen oder so. Weiß nicht genau. So sieht es von innen aus. Oh, der ist auch wieder sehr schön. Also das riecht für mich, das riecht schon nach Schokolade, aber das riecht auch irgendwie, ich weiß nicht, wie Kakaobutter oder so, futig gesehen. Boah, das riecht so richtig wie so eine Kakaobohne oder so, so richtig stark nach Kakao riecht das, nach Schokolade, Kakao, sowas zwischendrin, also keine richtige Schokolade, schon eher in Richtung Kakao. Oh, und Zucker ist da drin, der riecht lecker. Also den finde ich auch gut, hier den. Oh, ich liebe ja Schokoladendüfte. Und kommen wir jetzt hier zum letzten Duft. Ja, dann ist leer. Der heißt Jamaikan Vanille Coffee. So. So schaut er jetzt aus. So von innen. Okay. Ja, also ich finde den Duft jetzt nicht schlecht, muss aber sagen, ist jetzt nicht so mein liebster Kaffeeduft. Also man riecht schon Kaffee. Man riecht auch sehr stark Vanille raus. Aber irgendwas ist da noch. Ich weiß nicht was. Also, das ist kein so ein richtiger Kaffeeduft. So nach Kaffeebohne oder so, finde ich nicht. Also es riecht eher wie so ein bisschen gemischter Kaffee, ne? Und diese Vanillenote ist sehr, sehr stark. Kommen wir jetzt noch ganz fix zu meinen Favoriten. Also, über die zwei hier, über die zwei Kollegen, brauchen wir gar nicht zu reden. Die habe ich mir natürlich bestellt, weil ich diese Düfte so liebe. Ich kenne die ja von ihr schon. Als sie noch gar keinen Shop hatte, von meinem Tauschpaket, kenne ich die zwei schon. Und die sind echt toll, ganz toll. Dann war ich überrascht über den Zitronenkuchen. Der ist wirklich schön, ohne Scheiß jetzt. Also, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, von ihren Verpackungen her, also weil sie halt so minimalistisch ist, in Anführungsstrichen, würde ich jetzt denken, ist jetzt nicht so geil. Aber die Düfte sind tatsächlich echt gut, ohne Scheiß jetzt. Also, so ist das Clamshell. Nochmal, also der ist sehr, sehr schön. Und der Schoko-Croissant von ihr finde ich auch ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass der jetzt noch ein bisschen nachreift und noch ein bisschen stärker wird, weil der hätte können mal noch einen Touch mehr sein hier, der Schoko-Croissant, weil der Duft ist einfach traumhaft schön. Also die Mischung ist auch ganz, ganz toll. So, dann ja, den Jamaikan Vanilla oder Vanille Coffee, wie der da heißt. Ich muss sagen, ja, da habe ich jetzt schon bessere Kaffeedüfte gehabt, bin ich ganz ehrlich. Also der ist nicht eklig, der hat keine komische Note oder so. Aber irgendwas ist, was mich da stört. Ich weiß es auch nicht so genau. Also das ist kein so richtiger Kaffee-Kaffee-Duft. Also nicht so richtig
Wie soll ich das sagen? Ich mag das gerne, wenn das so richtig nach Kaffee riecht, so nach frisch gebrühtem Kaffee mit ein bisschen Milch, vielleicht ein bisschen Haselnuss dazu oder so. So wie ihr das zum Beispiel, dieser Haselnusskaffee, den kann ich euch übrigens auch sehr gut empfehlen vom Blaukatz. Der ist super schön. Ein super toller Duft. Oder der Kaffeeduft, Coffee, irgendwas mit Coffee, ich weiß nicht genau, von Wohlfühlmomente. Der ist auch super schön. Oder von Bea. Da habe ich ja halt gesagt, diese Mischung mit Bea und Wohlfühlmomente ist der Oberknaller. Von der Bea, dieser Coffee Cupcake. Der ist halt sehr milchig, sehr zuckerig. Und wenn man da noch den mit reinmacht von Wohlfühlmomente. Oh. Hammer. Und ich muss sagen, gegen diese Düfte, weil ich halt schon so wahnsinnig viele Kaffeedüfte kenne, finde ich den jetzt nicht so gut. Also, ja, wenn ich es halt gegen die andere vergleiche. Ist halt ein schöner Duft, aber halt im Vergleich, das ist nur meine persönliche Meinung, gell? Also, ich möchte hier nochmal sagen, wenn ihr einen Duft seht, wo ich sage, oh, den finde ich jetzt nicht so, das heißt ja nicht, dass ihr den nicht toll findet. Ja, dann nicht, dass ihr jemand sagt, ja, das ist aber mein Lieblingsduft, warum sagt die, der ist nicht gut? Also es hat nichts damit zu tun, dass der im Allgemeinen nicht gut ist, sondern das ist einfach nur meine persönliche Meinung dazu. Ja, so, dann der Erdbeer-Shortcake, den fand ich sehr, sehr schön. Wer so süße, zuckerige Sachen mag, der findet den toll. Dieser Choco-Eck hier, den finde ich auch toll. Also den finde ich auch sehr, sehr schön. So, der riecht halt so richtig nach Schokolade, aber für mich eher so wie als wäre da mit Kakaobutter irgendwie was gemischt. So, der Orange Juice Cake, der war auch bei mir ganz weit vorne. Den fand ich auch sehr schön. Den finde ich hier unten viel schöner als oben. Hier kommt so richtig die Orange raus. Und ist eine ganz tolle Orange. Also nicht so eine komische Reinigungsmittel-Orange. Haben nämlich einige. Das ist mir schon aufgefallen. Und der Sherry Tart, ja, wie gesagt. Braucht man nicht drüber reden. Ja, genau, wenn ihr da mal reinschauen wollt, dürft ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich werde euch, wie gesagt, den Link von ihr in die Kommentare setzen. Sie ist, wie gesagt, auch ganz neu, hat sie angefangen. Und ja, ihr könnt auch gerne mal auf ihrem Kanal vorbeigucken. Da hat sie nämlich ein Tauschpaket auch von mir gepostet. Da hat sie ein richtig großes Paket gehabt mit sämtlichen allerlei drin von mir. Ja, da dürft ihr sehr gerne nach ihr suchen. Sie heißt ja Serpils Düfte, so wie auch die Internetseite quasi heißt. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, meine Süßen, und bis bald. Ciao! Seeing